Vielleicht wechseln wir mal bei 220 auf Triple Triple Chance und gucken da, ob sie da mehr Bock drauf hat. Hat einer von euch zufällig da eine My Top Game Nummer zu für Double Triple Chance oder Triple Triple Chance? Ich bin mir nicht sicher, ob der das hat, aber eigentlich ist das ja ein sehr beliebtes Spiel. Sollte er schon haben. Da ist die erste. Der ist direkt auf 32 gesprungen und dann ging's ab. Ah, Durgadas, vielen Dank für deine Spende. Vielen, vielen Dank. Auf welches Spiel hast du Bock? Dein Spiel hat gleich gegeben. Direkt die ersten 140. Auf 32 hoch und dann sauber rüber. Der Automat wollte sich auch bei dir bedanken. Eigentlich müsste ich die Dings, die Streams immer sponsored by Durgadas nennen. Du gibst immer so viel. Vielen Dank, mein Freund. Dann gehen wir Jokers Cap rein, ne? Ja, auf jeden Fall, dass er direkt auf 32 gesprungen ist, ist echt eine coole Sache. Aber scheinbar ist Vadim Fan von dir. Komm schon. Na, endlich. Ich wollte nicht bei 210 gehen. Mal gucken. Leider in einer schlechten Position. Ah, okay, jetzt kommen einige Toreros. Okay, vielleicht macht er noch was. Danke, Uwe. Gucken wir mal. Schade, dass der hängen geblieben ist und hier oben ist auch einer hängen geblieben. Den hätte man ihn gebrauchen können jetzt. Na, okay, vielleicht. Das ist schon mal ganz gut, wenn er jetzt da... Okay, jetzt haben wir schon mal eine Fünferreihe. Mal sehen, ob er fünf Toreros gibt. Mal sehen. Es ist möglich. Er muss wenigstens einmal die Frau reinschmeißen. Wenn 3 AG ist, das ist gutes Geld. Nur A leider. Ja, danke schön. Ist nicht das, was wir brauchen. Komm schon, jetzt wenigstens den Typen. Ah, schade. Aber immerhin die Mütze. Also man kann sich nicht beschweren. Die waren in Ordnung, die Freispiele. Muss man sagen. 80 Leute, 83 Leute am Start. Sehr schön. Freut mich, dass ihr alle dabei seid. Herzlich willkommen. So, dann können wir jetzt guten Gewissens zu... Ja, leider schwach, aber kommt noch, Uwe. Keine Sorge, kommt noch. So, dann probieren wir mal Triple Triple Chance. Was war dein Rekordwin? 3400. 90 Leute am Start. Sehr schön. Freut mich, dass ihr alle da seid. Mal sehen, ob wir die 100 noch knacken. Das sollte doch, denke ich mal, möglich sein. So, jetzt kann man schon wieder buchen. Was ist 172, Shiggy? Ah, ich nehme euch mal mit. Vielleicht werden es ja die 140, wer weiß. Und da sind die. Ah, Elephants. Elephants habe ich tatsächlich auch, glaube ich, so. Den habe ich, glaube ich, auch so. Vadim war ein geiles Spiel. Guter Tipp von dir, Triple Triple Chance. Ging gleich ab. Das wäre echt korrekt, wenn ihr das mit ein paar Likes, Kommentaren, Daumen hoch, Abonnement und alles ein bisschen mehr Dank. Das wäre korrekt. Ich tue es natürlich gerne, aber es ist echt nervig, den aufzufüllen. Na komm, Vadim, hier, extra für deinen Fünfer die Freispiele. Dann muss er doch eigentlich geben. Jetzt wollen wir ein paar starke Kerle sehen, damit er auch aufrüstet, ne, Vadim? Kann man eigentlich bei dem Spiel auch Verlängerung kriegen? Ich glaube nicht, ne? Nur über diese Free-Games-Dinger. 6 Stunden, hast du ein eigenes Spielhalle im Wohnzimmer oder was? Ja, so ähnlich, so ähnlich. Ist nicht im Wohnzimmer, aber ich habe den Automaten in meinem Zuhause halt, ja. Nee, bei mir zu Hause, Summit. Bei mir zu Hause. In der Spielo ist das unmöglich. Das ist nur Entertainment. Für euch, damit ihr ein bisschen Spaß macht. Oh, okay, 3 Typen, nicht schlecht. Schade, dass die Vase nicht eine höher ist. Denn 5 Vasen wären 40 Euro gewesen. Vadim, dein Spiel gönnt.
Nee, den Automaten habe ich gekauft. Man kann die auch mieten tatsächlich, aber der ist gekauft. Guck mal, wir sind schon fast aufgerüstet, komplett. Mal sehen, ob wir das nochmal schaffen. Das wäre nicht schlecht. Habe ich noch nie gesehen. Er gibt gut, Vadim. Dein Spiel gibt. Schade, den letzten Typen wollen wir noch sehen. Komm, mach voll. Komm schon, noch einen Typen, mach voll. Da ist es. Na, immerhin. Immerhin mal alles voll. Das habe ich noch nie gesehen vorher. Schade, dass nur K sind, aber geiler Gewinn trotzdem. Schade. 68 Euro ist sehr gutes Geld. Vadim, geiles Spiel. Danke für den Fünfer. Ehrenmann. Jetzt versuche ich die noch auf 140 zu ballern, wenn das geht. So, gucken wir mal. Und da sind sie. Vadim, dein Fünfer hat sich richtig gelohnt für uns. Vielen Dank. Geiles Spiel beschert und noch die 140. Also ich muss auch sagen, warte, so, ich muss jetzt einmal kurz lesen, was ihr alles geschrieben habt. Und alles, was du reinsteckst, gehört auch wieder dir. Ja, genau, richtig. Also es ist mein Geld und es kommt auch raus, gehört wieder mir. Das ist Schwachsinn. Ich bin auch im Plus und zocke regelmäßig. Kommt immer noch an, wie viel man zockt und wie viel man reingesteckt. Hab vor kurzem auch aus 20 Euro Einsatz 900 gewonnen. Uhrzeit oder beziehungsweise wenn wir verlegen müssen, dann sage ich euch natürlich rechtzeitig Bescheid. Da spielt Real 22 Uhr Sonntag. Das heißt Sonntag wieder um 20 Uhr. Der Stream, also ein bisschen früher. Aber werde ich nochmal bei Instagram auch posten und auch bei YouTube nochmal. Nach dem Duschen nicht abtrocknen, sondern nackt stehen bleiben und Luft trocknen, das ist das Beste. Ach, Digga, jeder hat so seinen Trick. Speedfighter, ich bin Unternehmer, ich habe eine eigene Firma. Und nebenbei, wie du siehst, Entertainer. So, jetzt knacken wir die 140 aber, ich spür's. Ich muss, also wenn ich spüre, dann klappt's immer. Da kann man nichts machen. Das ist einfach so. Stefan, mach deinen Strich. Nummer 4. Immer wenn du uns mitnimmst. Ja, mit der Power der Community läuft das einfach, ne? Ist halt so. Jetzt muss ich nur dran denken, euch auch wieder nach unten mitzunehmen. So. So, Penko, mein Freund, ich hoffe, du bist zufrieden. Das Spiel hat gut gegeben. Kann man sich nicht beschweren. Wie wär's? Wollen wir jetzt nochmal versuchen, irgendwo Freispiele zu holen? Habt ihr Bock auf irgendwelche Freispielspiele? Ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie zu spüren, dass er ganz hoch geht. Aber klappt's dann auch? Also ich habe das Gefühl auch, aber es klappt halt leider nicht immer. Ah, okay, wir sind wieder bei 84. Mal gucken. Schreib gleich noch einen auf. Jetzt geht's los. Indian Ruby hatten wir schon, einen Snitch. Geiler Name, Mann. Indian Ruby hatten wir schon. Penko, deine Großzügigkeit hat der Automat sehr gut belohnt. Kann man nicht anders sagen. Zweimal die 140 geknackt am Stück. Was will man mehr? Jetzt könnten wir mal versuchen, ob wir vielleicht bei Eye of Auris auf 4 Euro oder so Freispiele kriegen. Das wäre mal interessant. Wo bleiben denn die Freispiele? Es ist gerade. Vielleicht muss ich wieder selber reinstoppen, oder? Okay, die Drohung reichte. Alles cool. So, dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was er macht. Boah, krass. Gleich 4 Typen. Das sind noch dazu 50 Euro. Also jetzt könnte es abgehen. Verlängerung, 50 Euro gemacht, ganz locker, flockig. Wie nochmal Tatare, ja genau, Tatare. Ohne das R. Also das erste R, das zweite kannst du lassen. Na komm, wir brauchen ein paar geile Gewinne. Habe ich noch nie gehört. Ja, von uns gibt es auch nicht viele, muss man dazu sagen. Guck mal, die Gewinne sind krass. Also heute ist der Automat gut drauf. Der ist gut drauf. Yes, Ismail.
Because you came, we had the free games. Nice to see that my streams are also international. Some people from India, I don't know where you are from, but nice that you are here. Mann, international hier der Stream. Viele Leute aus vielen Ländern sind hier am Start. Holländer hatten wir schon, Indien ist immer vertreten. Was war denn noch letztes Mal dabei, was auch so ein bisschen exotischer war? Pavel, spiel mal Magic Mirror, bitte. Digga, teilweise eure Rechtschreibung ist so geil, Mann. Aber ja, Magic Mirror kann man machen. Kann man eigentlich machen. Machen wir mal 60 Cent. 60 Cent ist schon echt hoch bei diesem Spiel. Muss ich sagen. Das Spiel lebt natürlich ganz klar von der Spannung, wenn man versucht, wirklich überall nach oben zu kommen. Boah, da braucht man Eier aus Stahl. Ja, da ist man bei 30 Euro, das ist halt das Ding, das stimmt. Das stimmt, da muss man erstmal hochkommen. Tanner, mein Freund, leider glaube ich, möchten die Leute im Stream Lucky Pharaoh im Moment nicht so gerne. Wenn du es unbedingt willst, hau mir eine kleine Spende rein, dann gehen wir sofort zu Lucky Pharaoh, gar kein Problem. Aber ansonsten, ich kann leider nicht allen Wünschen nachkommen. Tut mir leid, das ist zu schwer. Mist, bei Kleeblatt waren wir gerade ganz oben und dann kommt gleich der Teufel. Ich habe das Gefühl, wenn die Sonne erstmal kommt, dann wird es sehr schwer. Das ist das, genau Markus, das meinte ich gerade. Wenn die Sonne kommt oder ein Käfer oder auch zwei Käfer, dann kommt gefühlt wirklich direkt danach der Teufel. Der ist echt mies. Aber wir waren bei Dings, wie heißt das andere Spiel, was so ähnlich vom Prinzip her ist. Das mit diesem hässlichen Kerl, der dann immer die Leute erschreckt. Wie heißt denn der Typ noch? Rasputin, genau, bei Rasputin waren wir schon ganz oben im Stream, zweimal. Da haben wir gut abgeräumt. Was ist der Mindestbestand beim Automat? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Frage daran jetzt, also was ist der Mindestbestand? Ich weiß nicht, was ich hier darauf antworten soll, ehrlich gesagt. Mann, heute, jetzt der Teufel nimmt alles weg. Die Sonnen sind gefährlich. Okay, jetzt geht's. Komm schon, gib mal ein paar Münzen jetzt. Nochmal Sonne. Sehr, sehr gefährlich. Ah, wobei, ich habe eine Idee. Wir nehmen an. Karte. Achso, das ist nicht Karte. Zum Kartenrisiko und Rot. Mach deinen Strich, Stefan. Also wie viel Euro muss der Mathematiker Geld haben am Anfang? Damit ich den Stream starte oder für was? Ich starte mal mit 260 Euro. Ich habe auf dich gehört, Durgadas. Aber guck mal, hier sind nur Rote. Als nächstes muss eigentlich Schwarz kommen, oder? Was meinst du? So, stellen wir mal kurz auf 2 Euro. Nicht, dass er wieder alles rüberbucht. Vielleicht knacken wir einen krassen Jackpot. Okay, okay. Okay, zieht euch das rein auf 2 Euro. Wir sind schon fast bei der Münze ganz oben. Hi Nancy, wie geht's? Auch wieder am Start. Sehr schön, wie geht's? Alles klar? Ah, das drücke ich mal lieber mit der Hand. Okay, ich filme euch das nochmal. Es ist krass. 272 Euro schon im Dings. Ja, wenn ich annehme, dann fängt er an, alles rüber zu buchen. Wir müssen jetzt entweder den Jackpot knacken und den Stream damit beenden. Oder ich weiß auch nicht. Münze ganz oben, ich filme euch das nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja echt jetzt hier den Jackpot zu knacken. Gehen wir volles Risiko. Normalerweise muss man das natürlich annehmen, ist ja ganz klar. Klare Kiste. Direkt 100 Euro. Ah, wir sind schon jetzt drüber. Jetzt fängt an, das Geld rüber zu buchen. Kann ich euch ja mal zeigen. Wir haben zu viel abgeräumt. Aber wenn wir gut... Ja, theoretisch stimmt. Eigentlich könnten wir Magic Mirror auf 4 Euro probieren. Wenn man jetzt das Geld annimmt, hat man genug Geld, um das zu probieren. Aber wir gucken mal. Vielleicht gibt er noch was. Autsch. Da ist die ganze Kohle weg.
Aber das Gute ist, er hat dadurch aufgehört, rüber zu buchen. Also wir haben nochmal den Arsch gerettet. Ah, Moment. Kartenrisiko, jetzt probiere ich schwarz. Ah, falsches Risiko. Es bleibt rot. Krass. Ich sollte mal auf dich hören, Dorgadas. Alter, dass das immer bei rot bleibt, das ist krass. Nächstes Mal nehme ich aber wieder schwarz. Er muss doch irgendwann schwarz sein. So. Das gibt's doch gar nicht. Ja, so ist das. Viel Geld verloren, Alter. Was soll's? Passiert. Es muss schwarz kommen. Ich nehme wieder schwarz. Es kann nicht anders sein. So. Karte. So, jetzt mit schwarz mal gewonnen. Na, endlich. Jetzt aber. Stefan, mach deinen Strich. Das müsste der Rekord sein. So, und jetzt versuchen wir, Magic Mirror Freispiele zu kriegen auf 4 Euro. Jetzt ist genug Geld da. Könnte klappen. Wo seid ihr alle hin, Mann? Warum? Wir brauchen den Rekord. Stefan, schreib auf. Wir sind ja auch schon 1,5 Stunden am Stream. Der Stream ist schon ganz schön lang. Aber noch haben wir Power. Geld ist noch drauf. Alles cool soweit. Ah, okay. Da kann man noch ein paar Power Spins machen. 15 Stück. Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob der in Gönnerlaune ist. Ob ihr mir ein gutes Spiel empfohlen habt. Wir hatten ja schon einmal in einem Livestream 1000 Euro geknackt bei Lucky Pharaoh, wo wir dann hochgestellt haben, als dann in den Powerspins erstmal gut lief. Da haben wir auch auf 60 oder 40 Cent, glaube ich, nur gedreht am Anfang und dann lief es gut, dann haben wir hochgestellt. Also mal gucken, wie es hier läuft. Vielleicht machen wir es hier genauso. Er gibt bisher ganz vernünftig. Vielleicht kann man da. Oh, wie viele da weggerutscht sind von den Rubinen. Krass, Alter. Schade. Schade, schade. Da war einiges. Aber er gibt gerade gut. Also, ich glaube, man kann hochstellen. Ich glaube, man kann hochstellen. Ein Euro von Ibo. Danke, Ibo. Vielen Dank. Vielen Dank für den Support. Leute wie du und alle anderen, die hier was reingönnen, ihr haltet die Streams am Laufen. Nur dadurch lohnt sich das überhaupt. Vielen, vielen Dank, Ibo. Du kannst dir als nächstes ein Spiel wünschen. Worauf hast du Bock, Ibo? Ich mach gleich 8 Euro. Was für 4 Euro? Wenn dann richtig. Ah, Lucky Pharaoh. Okay, wir sind doch schon bei Lucky Pharaoh. Hast du sonst noch einen Wunsch für danach vielleicht? Oder willst du, dass wir hier bleiben, Ibo? Oder meinst du noch ein anderes Lucky-Spiel, was ich gerade nicht verstehe, was du meinst? Es gibt so viele Lucky-Spiele. Hast du bei diesem Spiel schon mal voll mit Diamanten gehabt? Nee, nee. Oh, okay, wenn er da was Gutes jetzt macht. Hier schon mal Diamanten, das ist cool. Und da Q, Alter, das war klar. Wenigstens K. Schade. Aber der Gewinn ist gut. Wir sind schon bei einem großen Gewinn. Hat sich also gelohnt, hochzustellen auf 8 Euro.
So, 17 Power Spins. Mal gucken. Ja, habe ich gesehen, Ivo. Habe ich gesehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Du kannst dir ein Spiel aussuchen auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich habe es schon gesagt. Vielleicht hast du es nicht gehört. Kannst dir als nächstes Spiel aussuchen. Kannst was zocken. Vielen Dank für die Unterstützung. Mika, hey Bro, spielst du vielleicht mal Magic Monk? Oh, wir haben bei Magic Monk teilweise im Stream richtig abgerissen. Wir waren schon überall ganz oben, auch bei Kronen und allem drum und dran. Ich glaube heute nicht mehr, weil wir jetzt schon alles Spitze gespielt haben und das ist ja relativ ähnlich vom Ding her. Aber wenn du unbedingt Bock drauf hast, hau eine Spende rein. Wir hatten heute 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, alles war dabei. Jeder gibt, wie viel er kann, dann kannst du dir ein Spiel aussuchen. Gar kein Problem. Ja, 5J immerhin, okay. Also vielleicht kriegen wir noch mal mehr Powerspins. Na komm, Diamant. Immer J. Das ist echt ekelhaft bei den Mystery-Dingern. Muss ich sagen. Man kriegt immer nur die Kacksymbole. Vor allem jetzt nicht mal Q. Es war klar, dass er J macht. Das war leider klar. J oder 10, ich hätte es mal vorher noch mit Ansage machen sollen. Wenn man halt auf 8 Euro die Powerspins macht, ist es schade, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel 4 Diamanten kriegt oder auch 4 Rubine, dass man dann schon AGs kriegt, dass man nicht noch mehr Powerspins hätte. Sonst wäre mal geil, vielleicht 99 oder so zu kriegen. Was war die größte Spende, die du im Stream bekommen hast? 5 Euro. 5 Euro war die höchste, das ist bisher der Rekord. Ich meine, 5 Euro ist viel Geld. Ich bin sehr dankbar dafür. Also an jeden, der das gibt, vielen, vielen Dank. Multiwild wäre cool. Alles klar, gehen wir Multiwild, Ibo. Gar kein Problem. Als nächstes gehen wir Multiwild rein. Oh, jetzt nimmt er das Geld wieder weg, dieses Schwein, Mann. Nicht cool. Oh Mann, schade, jetzt hat er alles weggenommen. Probieren wir weiter, das Risiko lebt. Kann ja sein, dass er uns nochmal zurückholt. Ich glaube aber, das ist die letzte Runde, ne? Ich glaube, wir haben es ausgereizt schon. Oh, da wäre fast Vollbild Q, das wäre doch mal was. 20 Euro auf paar Linien, dann hätte man gutes Geld gemacht. Waren ein paar schöne Powerspins, das ist gerade geil. Danke, Vadim, das freut mich. Das freut mich. Das ist mein Ziel, dass ihr alle entertained seid. Einmal Kart, ja, vom Ding her ja, vom Ding her ja. Gleich kommen Diamanten. Ja, jetzt müssen sie kommen, aber es kommt Q. Wenn wenigstens der Smaragd gekommen wäre. Wann hat man schon mal so viele das davon, ne? Und dann kommt nur Q. Ach Mann, warum musste ich das annehmen? Ich wollte auf die Leiter. Schade, aber immerhin. War nicht so schlecht. War nicht so schlecht.